Moin Moin, meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen an diesem wunderschönen Fußball-Unboxing-Dienstag. Naja, Scherz beiseite, es regnet draußen, Wetter ist nicht dolle. Aber heute ist ja noch Fußball, ich weiß gar nicht, ob ich mir das angucke, weil ich bin nicht so ein Fan von diesen Freundschaftsspielen, muss ich sagen, weil dort immer nur hin und her gewechselt mit angezogener Handbremse. Und ganz ehrlich, gibt mir nicht so viel. Aber internationaler Fußball-Dienstag heißt diesmal wieder Euro 2012. Wir gucken uns hier die folgenden Stickerbilder an und sortieren sie dann, die Trade-Cards an, so muss man es ja sagen. Das sind ja Trade-Cards, keine Stickerbilder. Und sortieren die dann in die Sammelmappe von dieser richtig coolen Adrenalin XL 2012 Euro, Sammelmappe. Bumm, haha. Wir gucken uns die Bilder direkt an. Das sind ja die, die ich aus dem Tausch mit Luca gemacht habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die mega genial. Ruslan Rotan, ich kenne die Bilder selber nicht, aber die Serie finde ich mega genial, meine ich damit. Ich habe mir die Bilder kurz angeguckt im Mail Day, wie ihr auch gesehen habt. Und dementsprechend weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das alles ist. Meine Freundin hat die Dinger durchsortiert, das finde ich schon mal sehr cool, weil da muss ich nicht so lange suchen. Hier haben wir Pontus Wernblom, ich glaube nicht mehr aktueller Nationalspieler bei den Schweden. Olof Mellberg, sicherlich einer der sehr guten defensiven Mittelfeldspieler der Schweden über Jahre hinweg. Von den Russen, Pavel Pogrebniak, kennt man natürlich auch vom VfB Stuttgart vor allem, hat sich dort aber auch nicht so richtig in den Vordergrund spielen können. Irland, und zwar die Republik Irland, es gibt ja noch Nordirland und Irland, das sind ja eben zwei verschiedene Länder sozusagen. Nordirland ist, glaube ich, dieses Mal auch dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, Nordirland ist auch dabei. Kevin Doyle. Miguel Veloso von Portugal. Aus Polen. Rafał Murawski. Ja, die Polen für mich 2012 eigentlich ein K.O.-Kandidat gewesen. Ich dachte, die kommen definitiv in die K.O.-Phase rein. Haben es leider nicht geschafft, werden es aber dieses Jahr mit Deutschland zusammenpacken. Da bin ich ziemlich sicher. Rafael van der Vaart. Ja, die Holländer, da braucht man ja zu dieser Saison nichts mehr zu sagen. Das war unterirdisch, unfassbar schlecht. Also wie das geht, weiß ich immer noch nicht. Von den Italienern, Pablo Osvaldo, die ja heute gegen Deutschland spielen. Und na, muss man mal sehen, wie die sich entwickelt haben. Alberto Aquiliani, das ist natürlich immer eine Mannschaft, die defensiv sehr gut steht, wenig Gegentore bekommt und vorne immer mal den einen oder anderen Knipser hat. Hier unseren typischen Kroaten, Eduardo Hrvatska. Ja, Kroatien in der, auf der Balkanroute, muss man sagen, wenn man sich das jetzt mal anguckt, im Balkanbereich, definitiv die Fußballnation von allen. Die Serben, die damals auch auf der gleichen Ebene waren, kommen da einfach nicht mehr mit, auch die Griechen nicht. Hier haben wir Pletikosa, schon ein sehr altgedienter, guter, solider Torwart für Kroatien. Schon sehr, sehr viele Spiele bestritten. Und Karagounis, das waren noch Zeiten, wo die Griechen wirklich, ja, durch ihr taktisches Mannschaftsdefensiv-Teamplay immer mal was reißen konnten. Das ist mittlerweile einfach auch nicht mehr da. Des Weiteren ist der Sturm so schlecht, wie er schon immer war. Offensiv war da nie viel. Hier haben wir Karim Benzema, der Spieler von Real Madrid. Natürlich ein absoluter Topstar der Franzosen, genau wie Franck Ribéry. Also die Franzosen haben eine super Truppe zusammen, die sie damals schon hatten. Eric Abidal hier und dieses Jahr auch. Durch die WM 2014 kam etwas zu früh für die Franzosen. Das war ähnlich wie die, eigentlich wie die WM 2010 zu früh für Deutschland kam, obwohl Deutschland dort super überragend gespielt hat. Aber die Franzosen für mich ist einer der Titelfavoriten, definitiv. Frankreich, Deutschland, England, ganz, ganz weit oben. Gareth Barry von England. Hier haben wir nochmal Gary Cahill. Gary Cahill kennt auch jeder, ein super Kicker. Von den Deutschen nicht mehr dabei für Deutschland spielend, ist leider Philipp Lahm, hervorragender Außenverteidiger. Also der Beste der Welt, meiner Meinung nach, auf der linken Verteidigerposition. Jan Recek, wer kennt nicht, zum Beispiel, wer noch Vicente Lizarazu kennt. Ich glaube, Vicente war auch linker Außenverteidiger, auch ein hervorragender Spieler. Und die Tschechen haben sich auch sehr gut durchgesetzt. Roman Hubnik, ich hatte gedacht, Tschechien und Holland machen das in der Qualifikation klar. Dann ist Holland raus und im Endeffekt ist Tschechien übergeblieben. Dazu die Türkei, die ich eben als diesen Playoff-Platz auch schon gesehen hatte in der Vorne. Aber Island als erster, unfassbar. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder beim Einsortieren der Bilder in die Sammelmappe. Yo, kommen wir nun zum Einsortieren der Bilder. Ich hoffe, meine Freundin hat das alles richtig gemacht, aber so wie ich kenne, hat sie das. Und es geht los eben mit Roman Hubnik, also mit der Tschechischen Republik. Nummer 3.
als nächstes haben wir hier noch einen weiteren Tschechen, und zwar Jan Reschek ist die Nummer 12. 9, 10, 11, 12 wäre dann hier. Das Doofe eben ist, dass auf den Bildern keine Nummern sind, das habe ich ja schon öfters erwähnt, darum ist das Einsortieren vor allem am Anfang extrem schwer. Denen habe ich leider hier keinen dabei, als nächstes aber einen Deutschen, und zwar Philipp Lahm ist die 28. Wir haben 9, 18, 27, 28 ist also Rückseitenbild. Was eben auch ein bisschen doof ist, was ich eben nicht so gerne mag, ist, wenn Mannschaften unterschiedliche Spieleranzahl haben. Das heißt, man hat hier die Tschechen und hier schon die Dänen. So als Übergang hier hat man dann den Dänen, den Lord Bentner, und dann kommen die Deutschen. Das sieht dann immer so ein bisschen uneinheitlich aus. Als nächstes haben wir Gary Cahill mit der 45. Wir hatten hier 9, 18, 27, 36, 45. War das was richtig? Ja, Gary Cahill mit der 45. Ach ja, und das Doofe ist an dieser Mappe, dass die Bilder, dass die Mappe falsch rumgedruckt wurde. Warum sie das gemacht haben, weiß ich auch bis heute nicht. Das heißt, man ordnet die vorderen Bilder durch die Rückseite an und die Rückseite dann wieder wie die Vorderseite. Ist auch ein bisschen doof, aber die Bilder an sich sind natürlich spitzmäßig. 48, 50 passt hier hinein. Und da seht ihr, auf der Rückseite kann man es jetzt ganz normal einschieben, was normalerweise immer auf der Vorderseite geht. Arbeloa haben wir als nächstes mit der Nummer 60. Erst müssen wir mal schauen. Vor Pujol. Und das heißt, ich sehe hier zum Beispiel, glaube ich, schon einen Fehler. Aber das muss ich mal eben kurz auf Pause machen, damit ihr euch damit nicht auseinandersetzen müsst. Da bin ich wieder. Es war kein Fehler. Er kommt einfach ein vor Pujol. Ah, dadurch muss ich das jetzt wieder umdrehen. Das ist der einzige Punkt gewesen. Und ihr seht, ich habe ja noch einen zweiten Stapel, sagte meine Freundin, der ungefähr genauso eine Dicke hat. Wenn die auch noch drin sind, die Karten, dann sieht das hier schon richtig, richtig fett aus. Als nächstes Abidal von den Franzosen. Abidal von den Franzosen, der hat die 78. Wir haben hier die 63. 72, 3, 4, 5, 6, 7. 78, bin ich da jetzt wieder durcheinander? Also langsam muss ich sagen, finde ich das ein bisschen störend hier. Jetzt muss ich mal schauen. David Villa, Spanien, hat die 74. 5, 6, 7, 8. Ja. Das heißt, Nasri ist falsch drin. Kann schon mal raus. Da kommt nämlich Abidal hinein. So, okay. Weil hier hat man ja die Spanier. Als nächstes kommen dann die Franzosen. Und zwar, ich will das nochmal eben kurz überprüfen. Villa, Torres, Loris, Clichy, Abidal und Revelier. Ja, wunderbar. Dann ist das auch wieder alles so, wie es sein muss. Rami, ach, der kommt einfach ein tiefer. Aber Nasri habe ich ja hier. Ich habe ja gar nicht Rami. Nasri und Reveri, die kommen ein bisschen weiter auf der anderen Seite drin. Ja, da kommen sie hin. Ach Mensch, ich bin ein Trottel. Hier haben wir Rumi, Benzema. Den kann ich hier schon mit einsortieren. Zack. Das ist eben auch das Doofe ohne diese Nummern. Das ist es echt, das macht es wirklich schwerer als nötig. Andersrum und mit Nummern wäre es viel einfacher gewesen, weil das alle anderen Bildergenerationen ja sozusagen auch so hatten. Und so gehört es im Endeffekt richtig rein. Als nächstes Griechenland mit Karagounis. Und das meine ich, wenn man erstmal einen Fehler hat, dann muss man echt aufpassen. Dann kann man auch noch Folgefehler machen. Und das wäre einfacher mit den Nummern, weil wenn man das erstmal macht, 9, 18, 27, diese 9er Richtung, weil ja 9 auf eine Seite passen, hat man dann als Kontrolle immer ganz gut drin. Und wenn man die nicht hat auf den Nummern und immer wieder ins Album gucken muss, dann ist das doch schon echt kompliziert. Als nächstes, wie gesagt, die Griechen, und zwar mit Karagounis. Und der kommt vor, oder? Nee, der kommt nach Sokrates normalerweise, ne? Ja, nach Sokrates und zwischen Katsouranis und Sokrates, das wäre hier. Zack. Als nächstes der kroatische Torwart. Pletikosa mit der Nummer 103, das müsste hier irgendwo sein. Simonic hat die 104, also kommt er hier hinein. Zack. Die Karten selber finde ich auch richtig geil. Diese Fahne der Nation im Hintergrund, links immer das Zeichen des Fußballverbandes. Das haben die schon wirklich, wirklich cool gemacht. Als nächstes Eduardo. Eduardo, die 113. Wen haben wir denn da? Jelavic müssten wir haben. Und davor kommt dann Eduardo hinein. Das ist hier. Zack. So. Dann können wir es im Endeffekt auch schon umdrehen. Weil nun kommen die Italiener. Und da haben wir
Akiyani von Italien. Akiyani war, glaube ich, Mittelfeldspieler, defensiver Mittelfeldspieler. Der kommt nach Maggio ins Feld. Die Italiener, wie immer, ein absoluter Favorit auf den Titel, wie in jedem Jahr. Also bei jeder WM, EM gehören die Italiener auch immer noch zu den absoluten Favoriten auf den Turniersieg. Eben auch aufgrund ihrer guten taktischen Schulung und Spielweise. Mir persönlich gefällt die Spielweise nicht so gut. Ich mag das nicht, dieses Defensive und auch diese Art von Zeitschinden, die dann da immer bei rumkommt. Aber das ist nun mal das italienische System und es ist ja auch sehr erfolgreich. Wir haben als nächstes Van der Vaart. Van der Vaart kommt, da muss ich mal schauen, vor Afelay ins Feld, das heißt hier oben hinein. Und danach den Polen, Murawski, auch für mich ein sehr, sehr guter Spieler und auch ein sehr unterschätzter Spieler bei vielen. Murawski kommt bei Polen auf die Rückseite. Und zwar muss ich gucken, Blaszczykowski vor Blaszczykowski von den Polen. Das sieht schon ganz gut aus, wie ihr seht, da habe ich schon einiges. Als nächstes die Portugiesen mit Veloso. Veloso kommt, Charisma habe ich hier. Und Veloso kommt sozusagen einen weiter, das wäre dann hier oben. Ich bin mal gespannt dieses Jahr, ob die Deutschen wieder, also die Gruppenphase werden sie, hoffe ich, doch überstehen. Und dann muss man mal gucken, wenn man dann im Pokalendspiel ist. Und im K.O.-System ist, da kann man auch schnell beim nächsten Spiel rausfliegen. Und was noch wichtig ist, was ich sagen wollte mit den Nummern, kopiert euch diese Zettel. Weil sonst habt ihr echt ein Problem. Ihr müsst jedes Mal wieder hin und her blättern, um die Bilder einzusortieren. Das ist doch schon ziemlich lästig und das fällt dann weg. Den Stürmer Kevin Doyle habe ich hier noch. Den muss ich mal eben prüfen, wo der hinkommt. Wir haben Fahey, das ist hier. Fahey, McGeady, Duff, Long, Doyle. Doyle kommt dorthin. Das heißt, ich muss dann sozusagen das so machen. Ja, perfekt. Dann ist Doyle auch drin. Als nächstes den Russen Progrebniak. Der kommt relativ weit nach hinten. Wir haben hier Pavlyuchenko. Er müsste davor hinkommen. Ja, er kommt hier hin. Auch von der russischen Nationalmannschaft habe ich schon viel. Und da erwarte ich mir auch sehr viel, weil die ja einen kompletten Umbruch machen für ihre WM 2018 als Hauptziel. Und da werden die sicherlich erstklassigen Fußball bieten. So, dann wollen wir hier mal schauen. Wir haben hier den Herrn Lustig. Granqvist, Melvier, Kallström wäre hier. Und ich habe hier Melberg. Melberg. Bin ich blind und finde ich den nicht? Warum finde ich den Schweden Melberg nicht? Ach, da ist er doch. Ich trottel. Lustig ist hier. Granqvist und Melberg, der Verteidiger. Ach ja, da muss ich mich echt dran gewöhnen, das immer falsch rum reinzustecken. Als nächstes haben wir Wernblom. Wernblom kommt. Wir haben hier, warte mal, Elmander. Dann kommt. Hier ist Larsson. Dann ist Wernblom hier drin. Zack. Wernblom, Larsson, Elm. Sehr gut. Ibrahimovic, Elmander. Super. Und als letztes Ruslan Rotan von der Ukraine. Den Mittelfeldspieler habe ich auch noch nicht. Und zwar kommt er vor Konopianka. Das ist hier. So, damit haben wir die soweit drin. Des Weiteren habe ich ja auch schon einige von diesen Glanzbildern, wie die Goalstopper hier, wie man sieht. Die Fan-Favorites gibt es ja noch natürlich. Was haben wir hier noch? Master habe ich auch einen. Nee, sogar zwei oder drei sogar. Dann gibt es noch die Top-Master, da habe ich noch gar keinen. Und Limited Editions habe ich auch schon drei. Freue ich mich schon drauf. Also, ja, es geht voran, freue ich mich drauf. Morgen haben wir Star Wars Rebels Stickertüten. Und zwar 7 Stück gleich am Start. Das Album sieht ja auch schon richtig fettvoll aus. Freue ich mich tierisch drauf, euch morgen dann hoffentlich wiederzusehen. Euer No Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.